So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich stehe vor einer sehr wichtigen Entscheidung. Wenn ihr zurzeit vor einer sehr wichtigen Entscheidung steht und gerne mit mir drüber sprechen wollt, beraten wollt vielleicht, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Manchmal ist das ja sehr schwierig, wenn man eine große Entscheidung zu treffen hat, dann sitzt man da wie das Kaninchen vor der Schlange und man weiß nicht, was man machen soll. Macht man das, ist es falsch, macht man jenes, ist es falsch. Und oftmals ist man dann ja sehr blockiert und schiebt das vor sich hinweg, aber man muss es irgendwann entscheiden. Also ich stehe vor einer sehr wichtigen Entscheidung, wenn das bei euch der Fall sein sollte und ihr gerne mit mir reden möchtet, dann meldet euch. 0800 220 50 50. Mein erster Anrufer ist der Frank. Frank ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen. Hallo, Frank. Ja, vor welcher wichtigen Entscheidung stehst du? Ich stehe vor der Entscheidung meines Lebens. Vor der Entscheidung deines Lebens? Ja. Das klingt ja sehr, sehr, sehr groß und dramatisch. Ja, also ist vielleicht nicht dramatisch. Es ist ja nur ein Leben in Anführungsstrichen. Aber ich habe halt ein Problem, dass meine Frau mit einer Krankheit behaftet ist, die immer wieder auftritt, in unregelmäßigen Abständen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Was für eine Krankheit ist das? Meine Frau leidet unter akuten Psychosen. Unter akuten Psychosen? Also eine schwere Nervenerkrankung, seelische Erkrankung? Ja, genau. Und heute ist halt der Punkt, das wusste ich aber nicht, als ich den Entschluss gefasst habe, eventuell heute Abend mal anzurufen. Meine Frau ist heute Abend um 7:30 zwangseingewiesen worden. In die Psychiatrie? In die geschlossene, genau. Und am Freitag ist halt da der Amtsrichter und muss halt entscheiden, ob diese Zwangseinweisung rechtskräftig war oder nicht. Ist halt so gewesen, dass die Situation an diesem Wochenende ein bisschen eskaliert ist. Ich muss ein bisschen vorholen. Ich bin seit 14 Jahren jetzt mit meiner Frau zusammen. Und seit 17? Seit 14. 14 Jahre, ja. Habt ihr Kinder auch? Nee, der Kinderwunsch ist da, aber ich bin Vernunftsmensch, meine Frau ist Emotionsmensch, da leiden wir auch sehr drunter, dass sie halt trotz all ihren Problemen einen wahnsinnig großen Kinderwunsch hat. Ja. Wie lange hat sie denn diese Erkrankung schon? Also, ich weiß seit 14 Jahren. Also ihr seid seit 14 Jahren zusammen und sie hat seit 14 Jahren diese Erkrankung schon? Ja, ich war, glaube ich, ein Dreivierteljahr mit ihr zusammen und da hat sie die erste Psychose gehabt. Da stand ich echt wie der Ochs vorm Berg, in Anführungsstrichen. Magst du es mal den Leuten erklären, die das nicht so kennen? Wie macht sich eine Psychose bemerkbar? Ich fange mal ganz vorne an. Erstmal durch Verfolgungswahn. Das heißt, warum kontrolliert er mich? Warum kommt er mir auf die Arbeit nach? Ist der erste Anfang, wo man erstmal gar nichts mit anfangen kann, ist ja vielleicht noch normal. Ja. Später wird man gefragt, warum man draußen im Winter immer das Licht an- und ausmacht. Obwohl man es gar nicht an- und ausgemacht hat. Sie meint jetzt Tag und Nacht. Ist dann sehr schwierig für jemanden, der da keine Ahnung von hat, noch nie mit konfrontiert worden ist, damit umzugehen. Warum habt ihr draußen alles so weiß gemacht auf dem Weg zum Arzt? Schneefall. Achso, aber es hat dann wirklich geschneit. Ja, da hatte es geschneit. Und dann fragt sie euch, warum ihr das weiß gemacht habt. Genau. Ah, ja. So, da steht man wie der Idiot da und fragt sich, was ist denn jetzt los? Wie kann das denn von heute auf morgen passieren? Dann fährt man zum Arzt und sagt, okay, ich gebe ihrer Freundin, ihrer Schwester, damals war die Schwester mit, eine Depotspritze. Die müssen wir dann 2-3 Mal wiederholen und dann wird das schon wieder. Information. Dann sitzt meine Frau oben mit mir in ihrem Zimmer. Sie hatte vor 10 Minuten einen Tee mit einem Teebeutel in der Hand und hatte den Teebeutel so 2-3 Mal in das Wasser getunkt. Der Tee, der war schon getrunken, da ging der Arm rauf und runter, hat die Bewegung wiederholt. Da fragt man sich, was ist denn jetzt los? Das waren Nebenwirkungen von den Medikamenten. Ja. Also ganz, ganz schwer. Diese Psychosen, sind die im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden? Nein, kann man nicht sagen. Die Krankheitsbilder, die ändern sich. In der ersten Psychose habe ich Probleme mit Stimmen und Halluzinationen. Also man hört Stimmen irgendwie?
Ja, in einem Krankheitsbild dieser Psychose. Mhm. In anderen Psychosen ist es ganz anders. Ja. Ich sag mal, das Problem, was ich momentan habe, sie hat in den letzten 2 Jahren 3 richtig schwere Psychosen gehabt, jetzt wäre die 4. Mhm. Kann man denn medikamentös dagegen nichts unternehmen? Doch. Das Problem ist die Einstellung der Patienten. Mhm. Die Einstellung sieht halt so aus, man probiert ein Medikament aus, man muss die richtige Dosierung finden. Mhm. Man muss immer den Zwischenweg zwischen guter Dosierung, um die Krankheit zu unterdrücken, finden und den Zwischenweg möglichst wenig Nebenwirkungen. Verstehe. Und so ging das jetzt durch. Ohne. So ging das jetzt durch Jahre und es brach dann immer wieder aus. Und du hast gerade am Anfang zu mir gesagt, dass du stehst vor der Entscheidung deines Lebens. Was für eine Entscheidung ist das? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Weil du musst das mal so sehen. Ich bin Alleinverdiener, in Anführungsstrichen. Mhm. Ist nicht wichtig. Meine Frau, die kann eigentlich nichts dazu verdienen. Sie hat zwar mal versucht, auf Minijob-Basis irgendwas zu machen, aber kontinuierlich arbeiten ist eigentlich nicht möglich. Ist auch nicht schlimm. Ich übersetze mal, was du gerade gemeint hast, ob ich das noch kann. Also die Entscheidung ist, kann ich bei meiner Frau bleiben, soll ich bei meiner Frau bleiben oder soll ich mich trennen? Ja. Das ist die Problematik. Ja, ich muss mal ausholen, so eine Psychose, die dauert, in Anführungsstrichen, wenn es gut läuft, 6 bis 8 Wochen. Für mich Akutzustand. Das heißt, manchmal wird meine Frau in der Klinik behandelt, manchmal aber auch zu Hause. Das heißt, meine Frau braucht eigentlich permanente Betreuung. Ich muss nebenbei aber komplett arbeiten. Verstehe, wenn du das 14 Jahre mitmachst, ist das natürlich eine unglaubliche Belastung. Ja. Sodass du wahrscheinlich gar nicht mehr Ehemann bist, sondern einfach nur noch Betreuer, Partner, bestenfalls Freund deiner Frau, oder? Ich bin Freund. Und ich liebe meine Frau und ich habe ihr irgendwann mal gesagt oder versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten, da halte ich mich auch gerne dran. Ich liebe ja meine Frau. Nur dennoch ist jetzt die Überlegung da, dass du sagst, ich will mich vielleicht von meiner Frau trennen. Genau. Gibt es da auch so eine Gewissensblockade, dass du dir denkst, wenn ich das jetzt tue, dann geht es ihr vielleicht seelisch, psychisch noch viel schlechter? Ja, meine Angst ist halt, wenn sie jetzt in Anführungsstrichen niemanden mehr hat, auf sie aufpasst, ich nenne das jetzt mal so, dass sie dann irgendwo hinkommt, wo sie nicht mehr selbst bestimmen kann, was sie machen möchte. Mhm. Aber das ist das Allerschlimmste, was überhaupt passieren kann. Ja, aber auch die Tatsache, wenn du dich von ihr trennen würdest, würde ihr das denn nicht einen großen Schmerz verursachen? Der also mir zerreißt es jetzt den Bauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich meine, was es bei ihr verursacht? Ja, wahrscheinlich genau dasselbe, vermute ich. Hast du denn mit ihr darüber schon mal gesprochen, in Zeiten, wo es ihr ganz gut geht? Ja, wir haben uns schon drüber unterhalten und ich habe gesagt, die Abstände der akuten Psychosen, die werden im Endeffekt in den letzten 2 Jahren immer kürzer. Und wenn so ein Psychosenschub vorbei ist, dann ist das immer noch nicht gegessen. Das heißt, nach 4 Wochen, wo es ihr richtig gut ging, kommt dann eine Antriebslosigkeit, wo sie 4, 5 Wochen gar nichts macht. Da kann sie im Haushalt nichts machen. Da geht sie, wenn ich Glück habe, mit dem Hund noch 3-mal am Tag Gassi. Also du sehnst dich schon auch nach einem Leben ohne diesen ungeheuren Druck. Ja, ich wünsch mir eine Tablette, die eingenommen wird und es tritt nie mehr eine Psychose auf. Dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt. So, offensichtlich scheint es diese Tablette nicht zu geben. Nee, leider. Das heißt, du stehst wirklich vor einem ungeheuren großen Problem. Soll ich die Frau alleine lassen, für die du so eine wichtige Stütze offensichtlich bist, und mein eigenes Leben leben und all das in Kauf nehmen, was dann an vielleicht für sie schlimmen Dingen passiert? Finde ich einen ganz, ganz großen Konflikt, in dem du da drin steckst. Ja. Ganz großer Konflikt. Hast du Menschen, mit denen du darüber beraten kannst, die du sehr ernst nimmst? Ja, also ich habe heute schon mit diversen Leuten gesprochen, ich habe mit ihren Eltern gesprochen, ich habe heute im Endeffekt mit dem Vermieter gesprochen, ich habe heute schon die Wohnung gekündigt, telefonisch, weil ich wahrscheinlich wieder zurücknehmen werde. Das ist aber eine Vorgeschichte aus dem Wochenende, die jetzt stattgefunden hat. Also du bist besonders gerade jetzt in diesen Tagen sehr, sehr aufgerührt. Aufgewühlt. Ja, immer wenn die akuten Psychosen auftreten, dann ist so eine Situation, wie sie jetzt stattfindet. Weißt du, Frank, drei Tagen, ich weiß, dass ein psychisch sehr kranker Mensch ein
gesunden Menschen, der an seiner Seite lebt, auch krank machen kann. Ja, es gibt auch sehr viele psychisch Kranke, die keinen Ehepartner mehr haben. Mhm. Und ist auch ganz klar, ich kann jeden verstehen, der da schon nach 2-3 Jahren sagt, ich kann das nicht mehr. Das ist natürlich jetzt so eine gravierende Entscheidung, die man sicher auch nicht in so einem Gespräch lösen wird können, was wir jetzt hier führen. Gerade die ganze Zeit so gedacht habe, ist, du stehst ja unter einem solchen Druck, man hört das ja auch, wie du so sprichst, was auch absolut verständlich ist. Ich wäre an deiner Stelle wahrscheinlich ganz genauso emotionalisiert. Du brauchtest eigentlich auch einen kompetenten Ansprechpartner, und zwar über einen längeren Zeitraum, nicht nur ein Gespräch, sondern vielleicht 10 oder 20 Gespräche, mit dem du diese Problematik wirklich im Detail besprechen kannst. Letztendlich ein professionelles Gegenüber. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht. Ich kann da eigentlich sehr gut mit umgehen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist jetzt die emotionale Seite die überwiegende. Das kann übermorgen schon wieder ganz anders aussehen. Das mich wirklich am allermeisten wurmt, ist, Leute, genießt euer Leben in den Tagen, in denen es euch gut geht. Verplempert das nicht. Ich bin ein Verplemperer. Immer wenn es uns gut geht, bin ich eigentlich der am Arsch ist, weil er vorher monatelang auf Hochtouren 180% gegeben hat. Meine Frau möchte was unternehmen und ich bin im Arsch und ich lieg mit dem Arsch auf der Couch und komm nicht hoch. Ich glaube, das Schlimme ist, dass man sowas... Alle eure Tage. Dass man sowas immer erst einsieht, wenn es einem irgendwie schlecht geht. Ja. Wenn man auf dem Boden ist. Ich finde das nach wie vor irgendwie ein Gedanke, der mich nicht so loslässt, dass du eigentlich zumindest für einige Beratungen mal einen kompetenten Gesprächspartner haben solltest. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen jetzt anbieten, als Einstieg vielleicht. Können wir vielleicht mal machen. Ja, dann kannst du ja selbst entscheiden und vielleicht geben wir dir noch ein paar Adressen an die Hand und dann kannst du entscheiden, wie du weiter vorgehst, Frank. Ja, okay. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und vor allen Dingen auch für deine Frau. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich stehe vor einer sehr wichtigen Entscheidung. Wenn ihr im Moment in einer solchen Lebenssituation sein solltet, dass ihr sagt, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung, ich weiß nicht, was ich machen soll, soll ich jetzt dahin gehen, soll ich dahin gehen, und ihr möchtet vielleicht mit jemandem drüber reden, auch wenn man das unter Umständen nicht so schnell lösen kann, wie wir es gerade von bei Frank gehört haben, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Kai. Kai ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Kai. Hallo, Domian. Hallo, Kai. Ja, ich stehe auch vor einer wichtigen Entscheidung. Der Hintergrund ist der, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich bin vor kurzem arbeitslos geworden und bin Single und bin gerade eben auf der Suche nach Arbeit und bin da eben sehr, sehr involviert drin, da ich auch, denke ich mal, sehr ehrgeizig bin und auch noch einiges vielleicht erreichen möchte. Und ich habe jetzt eben einen Mann kennengelernt, also ich bin schwul und der ist HIV-positiv, dieser Mann. Und das Interessante eben daran ist, dass mein letzter Freund, mit dem ich knapp 3 Jahre zusammen war, der ist eben auch HIV-positiv und jetzt habe ich eben wieder jemanden kennengelernt, der HIV-positiv ist. Was wirklich ein Zufall war. Ja, das ist einfach nur Zufall, habe ich mir nicht rausgesucht. Und letztendlich sagt eben mein Gefühl, sagt mir eben, ich soll mich jetzt verlieben in diesen Mann. Also ich habe mich auch bereits verliebt. Du bist aber HIV-negativ. Ich bin HIV-negativ, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Ich habe mich immer geschützt und ja, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und letztlich habe ich eben jetzt diesen Mann kennengelernt. Und wie gesagt, der Verstand sagt eben einfach ein Stück weit, hey, kümmere dich erstmal um deine eigenen Sachen und deine eigenen Probleme, probier erstmal alles auf die Reihe zu bekommen mit dir selber, bevor du dich jetzt wieder bindest mit jemandem, der selber sehr viele Probleme hat, denn so eine HIV-Infektion ist ja nicht so einfach. Mhm. Wie geht es denn der Person im Moment? Gut, total. Gut. Also der Mann ist schon seit 1989 HIV-positiv. Oh ja, das ist lange. Und hat eben auch eine ganz, die Viruslast ist unter der Nachweisgrenze. Es ist im Prinzip parallel wie mein Ex-Freund, also alles insofern, sage ich mal, im grünen Bereich, denn ich weiß eben auch, also ich habe auch die Ergebnisse gesehen, ich glaube es ihm aber auch und letztlich denke ich, es ist, mein Gefühl sagt eben eher ja und entscheide dich für diesen Mann, das ist ein toller Mann und du kannst damit glücklich sein. Also da ist schon so eine Art Verliebtheit, nee, was heißt so eine Art, du bist verliebt schon in ihn. Ja, das ist schon so.
Genau. Nur das Problem, aber die Ratio sagt, Mensch, ich habe sehr, sehr viele Probleme und eventuell kommen da durch ihn vielleicht, im Moment geht es ihm gut, aber es kann sich ja auch leider sehr schnell ändern und sowas. Ja. Da kommen neue Probleme auf mich zu. Mensch, Kai, was reden wir? Das Herz entscheidet. Ja, natürlich entscheidet das Herz. Und ich habe auch keine, verstehe mich nicht falsch, ich habe auch keine Angst, dass ich mich infiziere, weil ich einfach weiß, wie ich mich schütze. Davon bin ich jetzt sowieso ausgegangen, wenn du auch dein letzter Partner auch schon HIV-positiv hat, dass das gar kein Thema ist. Genau, und vor allen Dingen, es geht eben auch ein Stück weit darum, ich weiß eben selber, ich bin auf der sichereren Seite, wenn ich quasi dann mich mit zu jemandem einlasse, mit ihm schlafe, da ich ihn liebe, wie wenn ich jetzt vielleicht promisk lebe und mit verschiedenen Männern ins Bett gehe, mich vielleicht sogar schütze, was ich einfach sich immer tue, nur eben von den Jungs dann nicht mal weiß, ob die positiv sind. Natürlich, natürlich. Also ich gehe davon aus, dass die Tatsache, dass dieser Mann HIV-positiv ist, das ist eigentlich nicht das Problem. Nee, das ist kein Problem. So habe ich es verstanden. Ich wünsche mir die Normalität im Augenblick mal. Mhm. Warum kann ich mich nicht mal in jemanden verlieben, der wo alles mal so passt? Das kann ich dir leider auch nicht sagen, Kai. Das kann doch irgendwo nicht sein. Und letztendlich, und ich weiß eben, ich habe gerade auch, brauche viel Energie, viel Kraft in meine Arbeit. Ja, aber wenn du das so sagst, ich meine, das wissen wir alle ja, dass wir die meiste Energie, die meiste Kraft haben, die meiste Entschiedenheit, wenn wir verliebt sind. Das ist schon richtig. So, und wenn du jetzt dich in diesen Mann verliebst, dann ist das doch letztendlich alles schon so gefügt, wie es sein soll. Was eigentlich spricht doch nichts dagegen. Nee, sicher spricht letztendlich nichts dagegen. Aber ich denke eben, eine Beziehung ist ja auch eine große Kompromissbereitschaft, denn man möchte dann ja auch oft zusammen sein, man möchte sich sehen und man muss auch daran arbeiten letztendlich. Und ich weiß eben nicht, ob da Liebe allein reicht. Ja, das wirst du dann ja sehen. Und wenn es nicht reicht, dann kannst du ja wieder gehen. Ja. Ich wundere mich, ehrlich, ich wundere mich ein bisschen über deine Zögerlichkeit. Mensch, da ist ein Kerl, in den du dich verknallt hast. Dem geht es auch sogar gut im Moment. Dem geht schon seit Jahren gut. So. Das würde ich mal betonen. Also, so, aber, so, und du bist verliebt. Ja. So. Und er auch in mich. So. Was wollt ihr denn mehr? Dann geht man doch erstmal die Sache ein, mit allen Risiken und Gefahren, die eine Verliebtheit generell in sich birgt. Ja, und wenn ich jetzt einen Job bekomme in Hamburg, also ganz woanders zum Beispiel, mal so krass ausgedrückt. Dann wird sich die Dinge, wo lebst du? In München. In München, gut. Das wäre natürlich jetzt ein ganz heftiger... Ja, wie gesagt, man muss immer mit dem Schlimmsten so ein bisschen rechnen. Nee, aber ich finde gar nicht, dass man sich das Schlimmste immer erst ausmalen muss. Ich finde, dass man da optimistischer rangehen soll. Wenn ihr euch lieb habt, wenn ihr verknallt ineinander seid, dann macht es. Und wenn es irgendwie eine Fernbeziehung werden sollte, es muss ja hoffentlich nicht gleich München-Hamburg sein, dann wird sich das auch irgendwie einrenken. Die Liebe entscheidet. Und wenn es nicht funktioniert, dann unterhalten wir uns in einem halben Jahr nochmal und erörtern dann die Lage, Kai. Es ist einfach nur so ein bisschen, mir ist es gerade alles so ein bisschen zu viel. Ich kann das irgendwie so schlecht so beschreiben, die Gefühle sind total... Ich meine, kein Mensch zwingt dich ja sofort jetzt zuzuschlagen. Du kannst das ja auch sagen, okay, ich lasse es erstmal noch so ein bisschen langsam laufen, aber ich bin dem sehr zugetan. Das habe ich ihm auch schon gesagt, dass ich erstmal das Ganze wirklich mal ganz langsam angehen möchte. Weil, muss ja auch nicht sagen. Auch wenig Zeit hat, ich habe wenig Zeit im Augenblick, deswegen... sehen wir uns jetzt auch noch nicht so wahnsinnig oft. Es ist doch okay. Man muss ja auch nicht sagen, so, ab heute sind wir zusammen und zack, es läuft der ganze Alltag eines Pärchens. Quatsch, muss doch gar nicht sein. Man kann das doch irgendwie ein bisschen langsam angehen lassen. Also du denkst, man sollte das nicht irgendwie im Vorfeld schon so ein bisschen reglementieren? Nee, und auch nicht so alles zerdenken. Gar nicht, echt? Mensch, Kai. Okay, es ist ja schwierig. Wie heißt diese Sendung bei Sat.1? Nur die Liebe zählt, ne? Ja, okay, nur die Liebe zählt, sicher, aber ich... man braucht ja auch ein bisschen, man muss seinen Kühlschrank füllen, man braucht ja Geld, man braucht ja auch die anderen Sachen müssen ja auch, die Rahmenbedingungen müssen ja auch ein Stück weit. Man soll natürlich auch ein bisschen nachdenken. Ja, mir wäre es eben auch gerade nur lieber. Ich finde, ihr solltet es machen. Ja? Ja, ich finde ja. Das finde ich jetzt gut, dass du das auch. Ich sag's jetzt einfach so. Okay. Und du grüßt ihn herzlich von mir. Wunderbar, Domian, ich danke dir. Tschüss, Kai. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer hier in Köln, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Und unser Thema heißt, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Wer von euch vor einer wichtigen Entscheidung steht und gerne darüber reden möchte, der sollte diese Nummer wählen oder ganz einfach mailen unter domian@wdr.de. Hier ist die Kerstin und Kerstin ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Kerstin, um was geht's denn bei dir? Vor welcher wichtigen Entscheidung stehst du?
steht zwischen zwei Männern. Oh, das ist immer kompliziert. Erzähl mir mal ein bisschen von den Männern. Und zwar mit dem einen bin ich schon seit über 3 Jahren zusammen. Ja. Und den anderen habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Mhm. Den habe ich mich total verknallt. Und läuft da auch schon was seit einem Jahr? Also seit einem Jahr noch nicht, aber vor einer Woche ist was passiert. Ach so, eine Woche erst. Mhm. Das heißt, was ist passiert? Habt ihr miteinander geschlafen? Ja. Ja. Der ist auch in dich verliebt? Weniger. Also er hat mir eine Nachricht geschrieben, mehr als Freundschaft läuft nicht. Und jetzt bin ich erstmal total am Boden. Das heißt, du hattest dir ein bisschen Hoffnung gemacht? Auf jeden Fall. Ja. Du hast dich fast ein Jahr so innerlich damit beschäftigt, mit diesem Typ? Ja. Wie oft hast du den im Laufe dieses letzten Jahres gesehen? Gar nicht. Gar nicht? Vor einer Woche das erste Mal wieder und es war wie vor einem Jahr. Es war Wahnsinn. Und wie und wo hast du ihn damals vor einem Jahr getroffen? Auf einer Veranstaltung. Also es war ein wildfremder Mensch? Eigentlich ja. Und er stand da und er hat geschaut und es war Wahnsinn. Und es hat direkt gefunkt? Genau. Und ihr habt euch dann irgendwie Nummern ausgetauscht, oder? Ja. Und dann ist ein Jahr nichts passiert? Ja, keine SMS, gar nichts mal getauscht? Doch, ein paar wenige SMS, aber das war nichts weiter. Und wie kam es jetzt zu dieser neuen Begegnung vor einer Woche? Und zwar war da dein Kontakt dann doch wieder hochgekommen. Mhm. Und da sind wir dann nochmal nach Bad Blankenburg gefahren und dann was passiert. Dieser Kontakt, du sagst, der Kontakt ist wieder hochgekommen. Von wem ist das ausgegangen? Hast du das forciert oder ist es von ihm ausgegangen? Ja, ich hatte ihm geschrieben gehabt, weil ich hatte ihn nicht vergessen. Ach so. Und hast du nur ein bisschen gebohrt? Ja, das muss sein. Aber das ist ja verrückt, dass wenn du einen Typ einmal gesehen hast voriges Jahr, hast du mit dem viel, lange geredet voriges Jahr? Eigentlich gar nicht, wir haben uns nur angeschaut. Das ist doch verrückt. Und dann bist du ein Jahr lang in den verliebt, ohne mit dem geredet zu haben? Ja, und ich konnte ihn nicht vergessen. Das nennt man Liebe auf den ersten Blick, ne? Ja, das würde ich so meinen, ja. Ich habe sowas ja noch nie erlebt. Ich glaube das immer nicht, aber wenn du das so empfunden hast, würde ich es gerne glauben. War wirklich toll. So, jetzt habt ihr miteinander gepennt. Ja. Das ging aber dann relativ flott, ne? Gleich beim zweiten Treffen. Ja. Hat er das von ihm aus? Ging von ihm aus, Er hat gemerkt, die Kerstin, die ist total scharf auf mich und da läuft das dann mal einfach. Und dann hatte er die aber gleich zurückgesimst, hier, ich bin nicht verliebt und keine Beziehung und so. Ja, und ich war so am Boden, ich war fix und fertig. Ich meine, es ist gut, dass er das macht. Ich meine, er schafft klare Verhältnisse. Ja, das stimmt. Das muss man schon mal so deutlich sagen. Was ist mit dieser Beziehung los, mit der du seit 3 Jahren zusammen bist, mit dem Mann? Ja, es ist einfach, wir leben eben so nebeneinander her, muss ich leider sagen. Du bist nicht glücklich? Leider nicht, nein. Ich bin fast davon ausgegangen, weil sonst würde, glaube ich, sowas nicht passieren, was da passiert ist. Ja, also irgendwo liebe ich ihn schon noch, aber es ist nicht wirklich mehr. Ach, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ist die Luft raus. Ja. Schlaft ihr noch miteinander? Selten. Und wenn, dann ist es nicht so der Knaller? Ja, nee. Es gibt Besseres. Ihr wohnt aber nicht zusammen? Doch, wir wohnen zusammen. Ach, ihr wohnt auch zusammen. Seht euch jeden Tag. Das ist ja das Problem. Habt ihr euch auch viel in den Haaren? Wegen Kleinigkeiten? Öfters jetzt. Vor allem mittlerweile. Ja. Er weiß es ja auch, dass was jetzt vor einer Woche passiert ist. Ach so, ich war ist davon ausgegangen, dass das ganz geheim ist. Er weiß es. Du hast es ihm sofort gebeichtet. Ja, hast du es gebeichtet oder wie? Ja, ich habe es ihm gebeichtet. Das finde ich ja nur auch schon mal gut, dass du es gleich gesagt hast. Ich wollte schon für klare Verhältnisse sorgen und seitdem das wirklich war, hat es sich wirklich ins Zeug gelegt. Ja. Aber ich weiß eben jetzt nicht, was ich machen soll. Mhm. Mich so verknallt und den anderen mag, liebe ich ja trotzdem noch irgendwo. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich stehe zwischen zwei Männern. Im Prinzip stehst du nicht zwischen zwei Männern. Ich glaube, du stehst vor der Entscheidung, glaube ich, ich formuliere es mal in deinem Sinne, bleibe ich bei meiner alten Beziehung oder trenne ich mich? Das ist die Frage. Aber ich kann mich von dem nicht trennen. Ich habe ein Kind. Habt ihr beiden zusammen?
Ja. Ja gut, das Kind alleine ist ja auch noch nicht das Argument, in einer Beziehung zu bleiben. Ja, das stimmt, aber er ist halt wieder, also er ist der Papa und ich möchte es eben dann doch nicht so aufgeben. Und jetzt, wenn es mit dem anderen sowieso nicht so fest ist. Ja, was, das ist kein spielen wir mal den Fall durch. Der andere würde ja sagen, wärst du weg, ne? Ja. So. Und da er nein sagt, darfst du nicht bei ihm bleiben, nur weil der nein sagt. Das stimmt. Also, nochmal ganz, ganz klar, da gibt es kein Vertun. Der hat sich so geäußert, der andere. Der will keine Beziehung. So, dann darfst du da auch nicht hinterher hecheln. Wenn der das so gesagt hat, dann meint er das auch so. Würde ich jetzt, da musst du ein bisschen Stolz auch haben. Ich meine, wenn das dir so klar am ersten Mal schon nach dem ersten Sex sagt, das ist schon eine eindeutige Aussage. Aber ich finde, die ganze Sache sollte ein Licht auf deine Beziehung werfen. Und die Beziehung ist nicht in Ordnung. Und über kurz oder lang wird wieder ein anderer kommen. Über kurz oder lang wird auch dein, wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 3 Jahre. 3 Jahre. Da wird auch das Kind wird merken, dass Mama und Papa sich nun alles andere als lieb haben. Ja. Und das ist eine schlechte Stimmung. Und das ist für das Kind auch nicht gut. Dann ist es immer besser, finde ich, wenn man sich trennt, wenn man versucht, ein ordentliches Verhältnis miteinander zu haben. Da ist es für das Kind schöner, eine glückliche Mutter und einen glücklichen Vater zu haben, die jeweils in anderen Beziehungen sind, als unglückliche Eltern, die zusammen sind. Hm. Finde ich. Entschuldige. Macht nichts. Ja, das ist richtig. Aber ich habe wirklich so eine Angst, dann, wenn ich dann ganz allein da sitze, dann jetzt. Entschuldigung. Mhm. Aber er darf keine Notlösung sein, dein jetziger Freund. Und das klingt mir fast so. Wenn du ganz eindeutig sagst, ich wäre weg, wenn der Neue gesagt hätte, ja, ist das ja für deinen Freund die totale Niederlage letztendlich. Mhm. Wenn der das hören würde. Du mich entschuldigst. Du bist erkältet. Huste mal. Entschuldigung. Huste mal ordentlich durch. Aber weißt du, im Prinzip kann ich auch gar nicht viel mehr sagen, als dass du nachdenken musst über deine Beziehung, die jetzt läuft, wie du die und ob du die weiterführst. Ich glaube, so wie du es geschildert hast, dass es auf die Entscheidung hinauslaufen wird und sollte, dass du dich gütlich und freundschaftlich trennst. Ja. Ist vielleicht das ein harter Satz, aber ich sag's mal einfach so. Wolltest ja auch meine Meinung hören. Ja. Mit dem anderen, mit dem du nur geschlafen hast, soll da noch weiter Kontakt bestehen oder hat der jetzt, wie soll das weitergehen? Also wir schreiben uns ab und zu noch. Mhm. Und dich hat's aber erwischt. Wir schreiben uns ab und zu noch. Mhm. Aber ich denke mir, oh Gott, Entschuldigung. Bist du erkältet? Ja. Ja. Und zwar, wir schreiben uns ab und zu nach SMS. Hm. Und ich hoffe halt trotzdem noch, dass noch mehr wird, aber ich denke es bald nicht. Hm. Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Wohnt der in der Nähe von dir? Also eine Stunde entfernt ungefähr. Hm. Liebe Kerstin, ich erlöse dich jetzt mal. Dann kannst du in Ruhe mal richtig durchhusten. Ich glaube, ich hab auch alles so gesagt, was mir zu dem Fall einfällt. Mhm. Den schwierigen Weg musst du gehen. Das wird. Nee, du hast recht, das stimmt schon. Mhm. Das haben wir so einfach gesagt. Es ist einfach gesagt, ja. Klar. Manchmal sagt man so Sachen auch erstmal so einfach und dann dauert das so nochmal eine lange Zeit, ehe man es dann schafft. Das durchzuziehen. Aber so eine Erkenntnis am Anfang ist schon mal nicht schlecht. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mich von ihm zu lösen und ich schaff's nicht. So schlimm. Aber das sind ja auch schon so Signale, ne? Wenn man schon ein paar Mal versucht hat. Das hast du ja auch nicht aus lauter Übermut gemacht. Nee, das ist dann immer so, der ist dann fix und fertig und heult. Das ist fix und fertig und dem geht's nicht gut und ihm ist schlecht und ach. Tja. Liebe Kerstin, ich wünsche dir eine gute Entscheidungskraft für die Richtung, die immer du reinschlägst.
Dankeschön. Alles Liebe und gute Besserung vor allen Dingen. Danke. Tschüss. Tschüss. Musste ich auch gleich husten, wo da immer jemand gehustet hat. Eva ist hier. Eva ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Ja, guten Morgen, Eva. Also, als erstes, ich hätte ja beinahe lautlos gelacht, denn das Problem vorher habe ich fast umgekehrt. Erzähl. Parallelen ohne Ende. Ich nenne diesen Mann jetzt einfach mal meinen Freund. Und der steht nämlich zwischen zwei Frauen. Dein Freund steht zwischen zwei Frauen und eine von diesen Frauen bist du. Ja, ganz genau. Leider ziehe ich den Kürzeren im Moment. Also dein Freund hat eine andere Freundin? Ja, mit der er aber zusammenlebt. Mit der er zusammenlebt? Ja, also wie lange? Klären wir mal das Feld. Wie lange bist du mit diesem Typ schon zusammen? Ja, also ich hole erstmal weiter aus. Wir haben uns kennengelernt durch Zufall. Und das war der gewisse Funke, der einmal im Leben überspringt, so wie du das nicht glaubst, Liebe auf den ersten Blick, aber das war so. Und ich hatte dann auch irgendwann beiläufig zu meiner Freundin gesagt, du, das wäre ein Mann für mich, der interessiert mich. Schwupps, weg war er. Sie hatte ihn. Sie hatte ihn, die Freundin? Ja, sie hatte auch keinen. Sie wohnt auch weiter entfernt, so dass man sich nicht häufig sehen kann und so weiter, aber man verstand sich. Der Mann kommt auch gut mit meinen Kindern zurecht. Viel zu gut. Und immer wenn man sich gesehen hat, musste ich mich natürlich verstellen, die Gefühle verbergen, die man füreinander empfindet. Und vor einem Monat circa fing es an, dass wir uns alleine gesehen haben, mit den Kindern zwar und so weiter. Aber es war ich muss mal zur Klärung ein paar Fragen zwischendurch stellen. Entschuldige, Eva. Ja, klar. Wie alt sind deine Kinder? Verschiedene Altersgruppen. Ich möchte nicht ganz so detailliert. Okay, aber die sind schon ein bisschen älter, nicht so ganz klein mehr. Nee, ganz kleine Kinder nicht. Nee, ist klar. Man kann schon mit denen reden. Ja. Nur ich leider nicht. Ja, und dieser Mann, über den wir jetzt sprechen, der ist mit deiner oder mit einer deiner Freundinnen zusammen. Das ist ein, die Frau ist eine Freundin von dir. Ja. Ja. Das war ist sogar meine beste Freundin. Ich bin weggezogen aus der Großstadt Wattenscheid, Gelsenkirchen, die Ecke nach einem ganz kleinen Dorf. Ja. Und Wattenscheid, da ist immer eine Stunde Autofahrt, da man sieht sich also sehr selten. Ne? Du meinst die Großstadt Wattenscheid? Ja, richtig. Bochum, Gelsenkirchen, die Ecke. Ne? Ist klar, ja. Ja. Und, aber man hat sich ab und zu mal gesehen. Mhm. Und naja, vor einem Monat ungefähr war er alleine hier und dann getextet und so weiter. Und da kam raus, dass er das Gleiche fühlte. Aha. Ja. Also ihr habt euch offenbart quasi. Ja. Dass er dich scharf findet, mag und umgekehrt genauso. Ja, und jetzt hatte ich mir, als ich wusste, er ist dagegen, hatte ich mir auch einen anderen Mann ausgesucht, mit dem ich dann jetzt diese genau die gleiche Zeit zusammen war. Ah ja. Weil ich denke ja auch nicht, dass ich jetzt ständig einen neuen Mann nach Hause bringe oder irgendwie hinfahre. Ja. Und als mein Freund mir dann jetzt getextet hat, ich liebe dich, habe ich konsequent sofort meiner Notlösung oder meiner Abwechslung, wie man es nimmt, sofort getextet, ist aus und vorbei. Weil ich wollte diesen Mann. Ich will diesen Mann. Wie lange warst du dann mit der Notlösung zusammen? Ja, genau, 3,5 Jahre. Knapp 4 Jahre. Ja, morgen genau 3,5 Jahre. Also, das ist ja auch heftig. Sofort nachdem der eine gesagt hat, ich liebe dich, hast du gesagt, Schluss mit dem anderen. Ja. Die Notlösung raus. Weil ich das gleiche Jahr gefühlt habe und seit 3,5 Jahren irgendwie darauf, ja, dieser Mann begleitet mich eigentlich auch im Alltag, die Gedanken so waren bei ihm. Jetzt hat dieser deine, ich sag mal, große heimliche Liebe, nennen wir es mal so. Ja, genau. Der hat dir das erst vor einem Monat gestanden. Ja. Ist jetzt in diesem einen Monat eine Beziehung zwischen euch entstanden? Habt ihr Sex miteinander? Ja. Ja. Und das ist ja das Schwierige. Er steht vor der Entscheidung. Er will sich entscheiden. Ja. Und er kann sich nicht ganz glücklich und wohlfühlen, denn das, was du schon gesagt hast, sonst kommt ein Dritter nicht in einer glücklichen Beziehung rein. Ja. Und wir haben da ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Wir können da ja auch drüber reden. Das ist es ja. Wir können über alles reden. Ja. Es ist, als wenn wir uns ewig kennen. Es ist überhaupt die große Liebe. Ich merke, du bist ja ganz begeistert. Ja. Aber der Hammer ist eben jedes Mal, wenn wir jetzt dann mal miteinander geschlafen haben, anschließend hat er so einen Gefühlskater, dass er so sehr leidet, weil er Vertrauen missbraucht hat, weil er mich verletzt irgendwo.
und selber zwischen den Stühlen hängt, selber nicht klarkommt. Aber so oft kann es ja noch gar nicht passiert sein in dem Nein, einen Monat. Nein, ist ja auch nur dreimal. Dreimal. Hast du auch ein schlechtes Gewissen deiner Freundin, deiner besten Freundin gegenüber? Ja, natürlich, weil das mein Prinzip war, niemals in eine Beziehung einzubrechen. Aber vor allen Dingen nicht bei deiner besten Freundin, ja. Man ist nur Mensch. Man ist nur Mensch. Und das Fleisch ist schwach. Und so lange wartet, und da wollte ich meinem Vorredner sagen, meine Güte, nee, egal ob schwul, hetero oder lesbe, nimm die Chance wahr, wenn es Liebe ist. Das begegnet dir nicht so oft im Leben. Jetzt ist die Frage, fühlst du dich vor einer Entscheidung, dass du etwas sagst? Ja, ja, das war die Entscheidung. Also wir haben heute miteinander geschlafen und dann kamen die SMS. Es geht nur Freundschaft im Moment, bis ich mich entschieden habe. Ich kann nicht damit leben, Gefühlskater hochtreiben. Ach so, ihr habt miteinander geschlafen und er ist weggefahren und dann kam die SMS, es gibt nur Freundschaft. Und jedes Mal, wenn wir zusammen geschlafen haben, ich wusste, ich kann es vorher, ich fühle es. Ich fühle es, als wenn es mir selber so geht wie ihm. Und also würde ich mal fast sagen, so die den Hauptentscheidungsdruck hat ja er. Ja, natürlich, aber natürlich, ich kann du auch ihn nicht leiden sehen. Du kannst ihn nicht leiden sehen? Nein, es tut mir weh. Oder kannst du dich nicht leiden sehen? Nee, ihn. Ja, weil ich aber ihn liebe. Ja, ja, aber für dich ist das ja auch eine sehr leidvolle Sache. Wie auch immer du dich jetzt entscheidest, ist es. Ich bin's gewohnt. Ich kann damit nicht leben. Aber natürlich habe ich Angst, dass ich den Kürzeren ziehe, weil Beziehung, da ist ja was, da hängt ja nicht nur Liebe, Gefühle. Das ist auch das Drumherum. Man wohnt zusammen, man hat dieses und ja. Spielen wir es mal durch. Also es gibt die Variante, dass du sagst, nein, dann machen wir es nicht. Entscheidest du dich, also deine große Liebe eben für seine Freundin und du ziehst dich zurück. Oder aber die andere Variante ist, dass du es einfach irgendwie so weiterlaufen lässt. Was in der Regel die verliebten Menschen tun, erstmal. Nein. In der Hoffnung, dass sie dann doch noch den großen Kuchen abkriegen. Nein. Er war vorher unser Freund, dann war es Liebe, kann aus Liebe jetzt wieder Freundschaft werden, da stehe ich vor der Entscheidung. So wie du klingst, glaube ich das nicht. Ich glaube es ganz tief im Herzen nämlich auch nicht und das macht mir ja so Angst. Und insofern ist deine Situation schon problematisch. Ja. Die ist problematisch und dir sind auch ziemlich die Hände gebunden, außer dich zurückzuziehen, kannst du ja nichts machen. Ich möchte kämpfen gegen die ganze Welt um diese Liebe, die ich einmal im Leben erfahren habe. Und ich weiß, dass ich im Grunde genommen machtlos bin, hilflos bin. Ja. Natürlich könnte ich ein Schwein sein. Ich könnte die ganzen SMS mal eben weiterleiten und weiter. Aber so ein Schwein bin ich nicht. Das kann ich nicht. Nee, das ist auch alles albern. Das würde ich auch nicht tun. Damit macht man es nur. Und dann zerstört man doch das, was man für Liebe meint. Und da es eigentlich ehrlich ist. Eigentlich, eigentlich kannst du gar nicht viel tun. Ich kann nur warten ja, und hoffen. Eigentlich ja. Du kannst warten und hoffen. Und du kannst, ich meine, das ist ja jetzt super ultra frisch noch. Und du kannst ab einem bestimmten Punkt kannst du natürlich ihm sagen, pass mal auf, ich kann es nicht. So. Und du müsstest dich dann zurückziehen. Aber eine andere sehr wichtige Frage ist noch, deine Beziehung zu deiner, wenn du sagst, das ist deine beste Freundin, das ist ja dann nicht irgendeine Frau, sondern das ist deine beste Freundin, was mich an deiner Stelle in zusätzlich irre Konflikte stürzen würde. Das ist es ja auch. Das heißt, eigentlich... Ich muss ja dann beides aufgeben. Ja, eigentlich kannst du es auch gar nicht mehr so weiter laufen lassen, weil jedes Mal, wenn ihr euch trefft, hintergehst du auch deine Freundin. Und die Freundschaft, eine gute Freundschaft ist mindestens genauso wertvoll und wichtig wie eine Liebe. Manchmal sogar mehr. Ja. Manchmal sogar mehr, ja. Weil die Freundschaften halten in der Regel viel länger als Lieben halten. Das war genau das, was ich meinem Freund ja auch... Ich sage jetzt einfach nur mal Freund, weil ich keine Namen nennen möchte. Mhm. Das, was ich meinem Freund ja auch vorher gesagt habe, du, lass uns lieber erstmal Freunde bleiben und unser Leben in Ordnung bringen, und bevor wir das geklärt haben. Eigentlich müsstet ihr beide... Mit ehrlichem Gewissen beginnen können. Ja. Ohne schlechtes Gewissen irgendwem gegenüber haben. Wir haben es nicht abwarten können. Was nicht sein darf, da korrigiere ich mich jetzt nochmal. Es darf nicht einfach so weiterlaufen. Es muss eigentlich in Anbetracht dessen, dass du mit der Frau so eng befreundet bist, muss ganz schnell eine... So eng ist es nicht. Aha. Man sieht sich alle paar Monate mal, ne? Wir haben uns dieses Jahr gerade mal 2 oder 3 Mal Telefoniert ihr oft? Auch nicht.
Ach so, ich dachte, das wäre so deine Busenfreundin. Also ist es nein, dann, nein. So eng ist es nicht. Mhm. Freundin ist nur eben das, wo Vertrauen ist. Das, da fängt erstmal bei mir Freundschaft überhaupt an. Und wie alt ist er eigentlich? Ja, der ist auch noch so ein Problem. Der ist so ein bisschen jünger als ich. Du bist 47? Ein bisschen? Also sagen wir so 25 oder 26 oder was? Nein, nee, also das wären Kids für mich. Da ist mein Sohn ja schon fast an dem Alter ran. Ja, also nicht so ganz viel jünger. Ein bisschen jünger. Ja, knapp 9 Jahre. Aber ihr seid erwachsene Leute. Ihr müsst euch hinsetzen und müsst... Ja, da habe ich heute auch geschrieben. Wir sind erwachsene Leute. So. Wir müssen damit klarkommen. Ihr müsst es... Ich kann's nicht. Kann ich, gibt's nicht. Ja, weiß ich. Ja, das geht nicht. Ihr müsst... Ich habe den Eindruck, da sind zwei Personen, die irgendwie blockiert sind und die lassen das Ganze so laufen. Nein, wir wollen es ja nicht so laufen lassen. Wir haben uns ja heute entschieden, dass wir auch nicht mehr erstmal nicht mehr texten, dass wir eine Auszeit nehmen. Mhm. Aber ich habe Angst vor dieser Auszeit, dass ich in Vergessenheit gerate. Aber Eva, was willst du? Ich will ihn. Ja, das weiß er. Ja, und er hat dir heute gesagt, dass und, ich um ihn und, kämpfen und er, ja, was heißt kämpfen? Er weiß das sowieso, dass du aber da bist. Aber er ist es wert. Ja, das glaube ich dir auch. Aber er hat heute geschrieben, erstmal Freundschaft, erstmal Distanz. So, und dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das auch erstmal so mitzumachen. Wer weiß, was in ihm vorgeht, wenn jetzt eine Woche vergeht, 2 Wochen vergehen, 3 Wochen vergehen. Da musst du halt tapfer aushalten und harren, wie die Dinge sich entwickeln. Mehr kannst du im Moment nicht machen. Ja, aber das ist auch so, dass ich in einer ganz, ganz chaotischen Situation lebe. Ich habe also auch Hilfe hier im Haushalt. Ich werde von meinem Ex-Mann bestäubt, ohne Ende. Oh, das ist ja eine ganz neue Problematik jetzt noch. Und ich bin, also auch, ich habe auch so eine leichte Psychose, dass ich offene Stellen habe und kratze und so weiter. Aber ich habe gemerkt, in diesem einen Monat, es kehrte Ruhe ein. Ja. Pass mal auf, mir rennt ein bisschen die Zeit weg. Ich das Gefühl hatte, anerkannt zu werden. Ja, klar, das ist natürlich ein wichtiges Gefühl, ein großes Gefühl. Mir rennt ein bisschen die Zeit weg, Eva. Ja, ich merke das schon. Jetzt hast du mir gerade schon eine Andeutung gemacht, dass da noch eine ganze Menge Sachen sind, die nicht so ganz in Ordnung sind. Deshalb möchte ich dich bitten, damit einverstanden zu sein, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen und du dann mit meinem Psychologen noch eingehender sprechen kannst. Ja, das können wir nochmal machen. Vielleicht könnte ich das mal gebrauchen, weil ich schlafen kann. Ist sowieso nicht dran zu denken. Eva, dann legst du jetzt auf und der Peter ruft dich an. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Viel Glück und viel Erfolg für deine Sendung. Danke, sehr nett von dir. Tschüss. Und Lutz ist hier. Lutz ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Lutz. Hallo. Deine Entscheidung. Ja, meine Entscheidung. Ich stehe im Moment vor einer Entscheidung, ob ich jetzt weiter im Angestelltenverhältnis bleibe oder mich selbstständig machen werde, wo ich mich wahrscheinlich bis zu einer 250.000 verschulden müsste, um eben in die Selbstständigkeit reinzugehen. Ja. Was ist das für eine Selbstständigkeit? Was wäre das für eine Selbstständigkeit? Also das wäre eine Franchise-Kooperation mit einem Franchise-Partner. Was heißt das? Franchise heißt zum Beispiel McDonald's oder Burger King. Das sind ja alles Franchise-Partner. Ja. Das heißt, das gehört einem nicht selber, sondern man kauft im Prinzip ein fertiges System, fertiges Konzept von demjenigen. Achso, und übernimmt den Namen auch von dem anderen? Man übernimmt den Namen auch. Achso, und ist dann quasi aber der Geschäftsführer dieser... Schon der Inhaber, aber ich kaufe im Prinzip das Konzept ein und muss dann immer halt eine prozentuale Gebühr abdrücken für dieses Konzept. Und geht es um Gastronomie? Es geht um Gastronomie. Ja. Und ich stehe jetzt halt vor dieser Entscheidung, beziehungsweise werde jetzt zu dieser Entscheidung ein bisschen auch gedrängt oder von wem? Gezwungen. Ich bin jetzt von meinem Unternehmen. Wir haben uns gegenseitig getrennt, einvernehmlich, wobei das von meiner Seite nicht gewollt war, aber von der anderen Seite eben so gewünscht wurde. Was hast du in diesem Unternehmen gemacht? Also was hast du dort gearbeitet? Eine Führungsposition. Ja. Ich habe eine ganze Mannschaft geleitet, Personal, also sowohl disziplinarisch als auch fachlich. Ja, war das auch Gastronomie? Das war nicht Gastronomie. Das heißt, du stehst jetzt auch quasi auf der Straße? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Diese Firma konnte mich halt nicht einfach so kündigen. Und aufgrund dessen hat man mir großzügig Zeit eingeräumt, dass ich da mir was Neues suchen kann. Und diese 250.000, von der du gerade gesprochen hast, das heißt, dieses Geld müsstest du quasi privat aufnehmen und... Ja, das müsste ich privat aufnehmen. Du würdest privat dafür haften, für dieses Geld.
Klar. Das heißt, du hast auch nichts auf der hohen Kante, du müsstest die gesamte Viertelmillion mit Krediten finanzieren. Also ich denke, ich würde so Eigenkapital zusammenbekommen, so bis zu 30.000 Euro mit allem. Und das ist für die Banken ist das eigentlich auch schon ganz gut. Bei mir ist natürlich so ein bisschen die Angst da, mache ich jetzt weiterhin den Job, den ich kann, den ich, wo ich Profi drin bin? Oder werde ich jetzt nur mein eigener Chef? Weil ich habe eigentlich immer wieder auch die Problematik gehabt, dass die Vorgesetzten, man arbeitet sich wieder neu ein, fängt wieder von vorne an und dann passt irgendwie irgendjemandem nicht. Und in diese Situation bin ich jetzt auch wieder geraten, wo mir halt eben nahegelegt worden ist von dem Unternehmen, dass ich mich halt trenne. Und aber vielleicht bist du ja so ein Typ, vielleicht bist du ja eher ein Typ, der keinen Chef über sich haben kann, sondern der selbst der Chef ist und auch... Bist du denn so generell ein Risikofreund? Oder eher so ein jemand, der sich doch eher absichert und abwägt? Also ich glaube, dass ich eher so ein sicherer Typ bin. Ja. Aufgrund dieser Situation denke ich jetzt im Moment, ich habe auch schon immer die Selbstständigkeit irgendwo gewünscht, vom Kopf her, vom Herz, vom Bauch her. Und habe es aber irgendwie nie gemacht, weil mir die Sicherheiten gefehlt haben. Und jetzt denke ich mir, jetzt bin ich 36, wenn ich jetzt nicht versuche. Wenn nicht jetzt, dann nie. Dann nie, genau. Dann muss wie ist denn, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch dich mit Leuten unterhalten, die Ahnung von der Materie haben. Wie ist denn die Prognose dort, wo du diesen Laden aufmachen möchtest? Da gibt es doch sicher eine Marktforschung oder weiß ich was. Ja, also im Moment ist das der Franchise-Partner Nummer 1 bundesweit. Mhm. Ist also schon einer, der oben angesiedelt ist. Ja. Und ich hätte eventuell eine Möglichkeit, einen Laden zu übernehmen in Deutschland, der auch in meiner Nähe ist, rein zufällig, der auch noch einer der absolut hochfrequentiertesten Lagen bundesweit ist. Ja, das klingt doch schon mal gut. Das macht mich auch so zuversichtlich, wobei... Hast du es dir mal durchgerechnet, wie lange du was verdienen müsstest, um aus dem Risiko rauszukommen? Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, im Management tätig, zurzeit in einem Weltkonzern, wo ich auch geschult worden bin und so weiter. Also ich habe mir die Zahlen schon auf Woche, Tag, Monat, Stunde, welche Kundenfrequenz pro Stunde da sein muss, wie lange hat der Laden geöffnet. Es gibt auch ein paar Tage, die durchgehend auf sind. Das habe ich mir alles runtergerechnet und durchgerechnet. Und wie klingt das so für dich? Ist das eine solide Prognose? Vom Gefühl her klingt das sehr realistisch. Ja. Ich bin die ganze Zeit neugierig. Du darfst nicht sagen, was für eine Art von Laden das wird. Ne? Oder ich kann es leider nicht sagen, weil das eine Übernahme von einem bereits bestehenden Laden ist. Okay, das muss dann auch nicht sein. Das würde dann die Verhandlungen auch gefährden. Ja. Bis wann musst du dich entschieden haben? Ich habe jetzt also kommende Woche einen Termin, wo man sich eben halt näher kommt und auch kennenlernt, in die Details mal so eingeht. Und dann wird es einen weiteren Termin geben, wo man sich halt auch die Bilanzen ansehen wird. Warum ich mir auch so sicher bin, ist einmal die hochfrequentierte Lage. Und dann habe ich noch einen Freund beziehungsweise eine Freundin noch zusätzlich. Die arbeiten bei Existenzgründungsfirmen, beziehungsweise der eine ist halt Steuerberater. Und auch immer wichtig. Bitte? Auch immer wichtig, dass man da einen vertrauenswürdigen Menschen an der Seite hat. Und die können auf alle Fälle halt die Bilanzen auch nachsehen und alles Mögliche eben, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Also ich merke schon, das ist mir auch schon klar, dass das absolut professionell alles durchleuchtet wird von deiner Seite aus. Was ich eine ganz wichtige, entscheidende Frage finde, ist, wenn du dich ja so hineindenkst, du bist der Chef von so einer Gastronomie und trägst die Verantwortung, das ist dein Laden, du bist natürlich voll damit eingespannt, quasi Tag und Nacht, Wochenende, Urlaube wird es erstmal auch nicht großartig geben. Macht dir das Spaß, die Vorstellung? Würde dir das Spaß machen? Ich arbeite schon mit meinen 36 Jahren fast 30 Jahre. Ich habe im elterlichen Betrieb auch angefangen. Und bin eigentlich schon immer Zeit meines Lebens als 10-, 12-, 14-Jähriger mit Zeitung austragen angefangen bis hin zu. Und jetzt gerade auch in der Führungsposition, wo ich jetzt tätig bin, habe ich auch mehr oder weniger Sonntage, Samstage bis spät in die Nacht. Also gar kein großer Unterschied? Da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Der Unterschied besteht darin, dass es sogar dann dass dein eigenes Geschäft ist, für das du arbeitest. Genau. Und man eine größere Identifizierung Gefühl für den Laden hat, weil es halt der eigene Laden ist. Genau. Und ich denke, und was ich mir halt auch gedacht habe oder was mich dazu bewegt, ist auch eben halt, ich bin jetzt in einer Führungsposition, wo ich wirklich so viele Stunden arbeite, dass der Stundenlohn runtergerechnet in gar keiner Relation mehr steht. Ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wenn ich schon so viel arbeite, dann denke ich mir, dann kann ich es auch in mein eigenes Ding reinstecken. So, ich finde,
Das ist natürlich jetzt ein Schnellschuss, aber ich sag's mal einfach, das ist auch etwas hier so aus dem Bauch heraus gesagt. Nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, unter der Voraussetzung, dass die Prüfungen der Bücher gut ablaufen, die ja noch anstehen, was du gerade gesagt hast, der Bilanzen. Mach es. Mach es. Du meinst, ich soll... Ja, ich finde schon, das klingt so. Das klingt eigentlich, wenn du... Ich kann das ja nur aus Laie jetzt im ersten Moment so beurteilen. Für mich klingt das plausibel, das zu machen. Es ist eine Summe von einer Viertelmillion. Wenn das jetzt 2-3 Millionen wären, dann würde ich auch sagen, Aber selbst wenn du scheiterst, ich meine, du bist ein qualifizierter Typ, du wirst sicher auch einen gut bezahlten Job kriegen. Irgendwann könntest du auch noch diese Schulden auch noch abbezahlen. Man muss ja nicht jetzt das Schlimmste sich gleich überdenken, aber man muss ja alles erstmal gut. Das Schlimmste ist ja, wenn man diese Summe, diese Viertelmillion hat, ist es ja auch so, dass dieser Laden auch einen gewissen Bestand hat. Also man wird wahrscheinlich nicht eine Viertelmillion Schulden haben, sondern, was weiß ich, seine 30, 40, 50.000, weil ein gewisser Wert ist ja drin. Ja, so. Und über was reden wir denn? Man ja, beziehungsweise gewisses Inventar ist da vorhanden. Ja, also minimiert sich das Risiko ja noch mehr. Ja. Mach es. Also tun. Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Und wenn ich mal irgendwo in Deutschland in irgendeinen Laden komme und das ist dein Laden, dann sprich mich bitte an. Es würde mich doch dann sehr interessieren, was für ein Laden das ist. Das kannst du mir dann unter 4 Augen sicher erzählen. Ja, das kann ich auf alle Fälle machen und sehr gerne sogar dann. Ja. Also Lutz, das ist natürlich jetzt so ein Bauchgefühl von mir. Das ist keine qualifizierte betriebswirtschaftliche Beratung, die ich dir jetzt gegeben habe. Aber so von den Eckdaten her würde ich sagen, mach es, riskier es. Vielleicht ist das die Chance deines Lebens, so dein eigener Herr zu werden und ein Ding zu fahren und eben keine Leute mehr über dir zu haben. Alles Gute wünsche ich. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Und Johannes. Johannes ist 30. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, genau. Hallo Johannes. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Danke. Zu unserem Thema, die große und wichtige Entscheidung, die ansteht. Was ist es bei dir? Das ist für mich eine sehr schwere Entscheidung. Mhm. Vor 8 Wochen ist meine Frau gestorben. Mhm. Wir hatten einen Autounfall zusammen. Ich habe ihn überlebt. Wie alt war deine Frau? 23. Ja. Ja. Wir waren 3 Jahre lang glücklich verheiratet. Okay, man hat Höhen und Tiefen in der Ehe. Ist klar. Was war das für ein Verkehrsunfall? Vor 8 Wochen war der, sagst du? Ja, ich kann es nicht sagen, was passiert ist. Hast du ein Blackout? Also? Ja, es ist komplett weg. Ja. Ich habe mit meinem Psychologen zusammen versucht, Hypnose zu machen. Ich komme einfach nicht ran. Aber nur ihr beide saßt im Auto? Bist du gefahren oder sie? Sie. Sie. Und dir ist nichts Großartiges passiert? Ja, also körperlich. Auf der linken Seite bin ich zu 40% künstlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden, entschuldige. Auf der linken Seite bin ich zu 40% künstlich. Zu 40%? Ich habe künstliche Bänder, ne? Ach so. Ich hüfte alles. Ach so, also doch auch schwer verletzt gewesen. Und deine Frau ist bei dem Unfall direkt verstorben? 20 Minuten später. Sie ist erst gefunden worden, als halt die Feuerwehr und Polizei oder so, ist klar war. Wie geht es dir denn im Moment körperlich? Hast du noch starke Schmerzen? Körperlich muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich bin zu 100% fit. Ich habe das Laufen gelernt innerhalb der letzten Wochen. Ja, okay. Psychisch ist natürlich eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache, natürlich. Körperlich, ich gehe durch das Leben. Bitte? Ich gehe durch das Leben. Du gehst durch das Leben? Ja. Ich habe vor einer Woche einen Brief von meiner Frau gefunden. Den hat sie mir geschrieben am 16. September. Ja, das war so eine Sache, die hatten wir beide immer zusammen, weil ich aktiver Soldat war. Mit Auslandseinsätzen und so weiter. Und Und dieser Brief ist wie viel Tage oder Wochen vor dem Unfall entstanden? Ungefähr 3 Wochen vor dem Unfall. Und was steht in dem Brief drin? Das ist sehr persönlich, ne? Ja, es steht einfach wirklich in ganz kurzen, knappen Worten drin, ne, seh zu, dass du dein Leben lebst, vergiss mich niemals in deinem Kopf und deinem Herzen. Wie kommt es, dass ihr als junge Frau, du hast es von dir erzählt, dass du Soldat warst, ja, dann kann ich verstehen, dass man da sich ja mit dem Schlimmsten auch rechnet, aber warum hat sie so etwas geschrieben? Als wir uns vor knapp 6 Jahren kennengelernt haben,
Wir haben uns kennengelernt, da musste ich wirklich als aktiver Soldat runter in den Einsatz rein. Mhm. Ich bin wiedergekommen und gesagt, so geht das halt nicht weiter. Mhm. Ja, irgendein Vermächtnis muss es halt gehen. Mhm. Ja, und da haben wir uns alle 3 Monate halt wirklich so einen Brief geschrieben. Ach so, das war also eine Abmachung, dass sie dann auch, genau, auch was schreibt. Mhm. Genau. Was ist jetzt deine große Entscheidung? Meine große Entscheidung liegt darin, das muss ich ganz einfach sagen, ich habe mich verliebt. Ach. Obwohl es erst 8 Wochen lang her ist. Ja. In ihre beste Freundin. In ihre beste Freundin? Ja. Mhm. Ist die beste Freundin denn solo? Bitte? Ist die beste Freundin denn frei und solo? Ja, seit einem halben Jahr. Ja. Ist das wirklich ein Verliebtsein oder ist es mehr so eine Beziehung des Tröstens und des... Nein, das ist wirklich ein Verliebtsein. Mhm. Hast du ein schlechtes Gewissen? Kann ich nicht haben, nachdem ich den Brief gelesen habe. Der Brief ist eigentlich ein Segen. Ja. Ja. Das denke ich auch. Der Brief ist auch irgendwo von ihrer Seite aus ein Vermächtnis. Ja. Muss man einfach so sagen. Ja. Hat die beste Freundin, hat die ein schlechtes Gewissen? Ich habe es jetzt vor 2 Tagen gesagt. Also mit dem Brief hast du ihr gesagt? Genau. Mhm. Ich habe ihr eine gewisse Passage rauslesen lassen. Mhm. Und sie stand halt vor mir, Tränen in den Augen, klar. Mhm. Nur ich muss auch dabei sagen, ihre beste Freundin war genau in dieser Notsituation, die ich damals hatte. Mhm. Ja, vor ja mittlerweile fast 4, 5 Wochen. Mhm. Ja, ich wollte einfach nicht mehr. Ach so. Du warst so fertig und wolltest dir das Leben nehmen. Genau. Und die war für dich da, die Frau. Ja, es kam auf einmal eine SMS rein. Ja. Wie Telekinese. Ihr habt aber keine Kinder. Nein, haben wir nicht. Mhm. Das Einzige, was wir haben, sind Pferde. Mhm. Was ist jetzt so die Entscheidung? Ist die Frage, ob du dich für diese Frau entscheidest? Ja. Mhm. Wird die Liebe erwidert von der... Wird sie. Also ihr nähert euch irgendwie unsicher an, ihr seid verliebt ineinander, aber habt beide so das Gefühl, dürfen wir das? Wo ja, das genau. Alles noch so frisch ist. Genau, weil das Problem ist halt einfach dabei, es ist halt knapp 8 Wochen her. Mhm. Darf man das nicht? Mhm. Man muss es einfach wirklich ganz genau so sagen. Mhm. Und Schwiegervater stand vor 3 Wochen vor mir, also so gesehen nach meiner Frau's Tod, 5 Wochen später. Er sagte ganz klar, am 28. Februar habe ich ja Geburtstag. Mhm. Er ist am 29. Februar geboren, mhm, in Schalke. Er sagte, wenn du dann nicht, es war seine einzige Tochter, muss man dabei sagen, mhm, wenn du dann nicht mir eine neue Lebensgefährtin aufweisen kannst, eine neue Freundin, suche ich dir eine, egal wie alt, egal woher. Das sagt der Schwiegervater? Das sagt der Schwiegervater. Also der Vater von deiner Frau? Ja. Das ist also sehr erstaunlich. Die Eltern von meiner Frau waren niemals verheiratet. Also das ist ja auch noch eine gute Konstellation dann. Das ja, so total. Denkt. Mhm. An meine Schwiegermutter komme ich nicht ran. Mhm. Das ist halt das große Problem, weil da steht der Lebensgefährte davor. Der hat mich mit Waffengewalt vom Hof runtergetrieben. Johannes, ich möchte noch was auf jeden Fall was sagen zu deinem Fall, weil die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Ja, da werden viele Leute sagen, mein Gott, das ist 8 Wochen erst vorbei. Wie kann der sich neu verlieben? Ich finde, niemand hat das Recht zu urteilen. Niemand. Genau. Entscheidend ist das Gefühl. Und wenn du so empfindest und die Frau so für dich empfindet und du das Vermächtnis deiner toten Frau in Händen hältst, ja, die dir quasi wirklich grünes Licht dafür gibt, dann sei glücklich über alle Maßen, dass du jetzt schon eine neue Frau gefunden hast. Ich finde das moralisch völlig in Ordnung. Denke ich ja auch. Meine völlig. Frau zeugte statt neben mir, ich habe ihn darüber aufgeklärt, ich habe meine Familie aufgeklärt. Mhm. Und alles stand dahinter. Mein Schwiegervater saß dabei, so, hier, ich habe mich neu verliebt, so und so sieht das aus. Mhm. Ja, das haben wir gestanden. Endlich. Ja. Lieber Johannes, ich habe dir meine Überzeugung noch sagen können. Jetzt muss ich mich leider verabschieden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ist klar. Ich wünsche dir und deiner neuen Lebensgefährtin alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Das war's für heute. In der Technik war Gute und